Gibt es diese Funktion, weil YouTube halt sagt, hey, das hat sich verändert, wie unsere Plattform genutzt wird, also gehen wir näher darauf ein. Wir können uns mal angucken, wie das funktioniert. Ich habe gestern bei uns hier im MoMA Planungsbüro die Kollegen Andrea und Sascha gefilmt. So entsteht übrigens das Morgenmagazin an diesen Schreibtischen. Und wenn man dieses Video hochgeladen hat, dann bekommt man einen Button angeboten. Der heißt da oben Video verbessern. Und dann gibt es hier unten diese neue Funktion, alle Gesichter unkenntlich machen. Und wenn ich darauf klicke, dann rechnet das ein paar Minuten. Deswegen habe ich es schon mal vorbereitet. Und du siehst hier, wenn wir es jetzt abspielen, hoffentlich, wenn es lädt, bitte, dann sind Andrea und Sascha verpixelt. Jetzt gleich siehst du aber, es funktioniert noch nicht so hundertprozentig. YouTube sagt, es ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, je nach Lichtverhältnissen, je nach der Einstellung, klappt es noch nicht hundertprozentig. Es steckt also noch in den Kinderschuhen, diese Technik, genau. Ja. Langfristig soll es halt dahin gehen, dass Menschenrechtsaktivisten die Plattform sicherer nutzen können, weil sie halt Verbrechen dadurch öffentlich machen können, aber ohne die Menschen, die darauf zu sehen sind, in Gefahr zu bringen. Genau, also das die Protestplattform, die eine etwas andere Note bekommt dadurch. Jetzt geht es um eine andere Form des Protestes. Sonja, nächste Woche steht ein interessanter Feiertag an. Es gibt ja diese verrückten Tage, die in Amerika erkoren und erfunden worden sind. Der hier ist in Düsseldorf erkoren. Ich als Kölner kann sagen. Ach, guck mal, ich hätte das eher nach Washington oder so verortet. Es ist ein Kreativer aus Düsseldorf, der sagt, hey, in den vergangenen Jahren ist durch Protest so viel Positives entstanden. Lasst uns doch mal sagen, Protest ist super, wir brauchen einen ganzen Tag für den Protest. Er hat den, kann man drüber streiten, Weltmittelfingertag genannt, ja. World Middle Finger Day. Ist auf jeden Fall international bekannt, genau, weil die er Geste. Sagt, egal in welches Land du gehst, diese Geste versteht jeder. Dieser Dreh- und Angelpunkt von dieser ganzen Aktion ist die Facebook-Seite. Da sollen alle Leute ein bisschen drauf posten, gegen was sie denn protestieren wollen. Und das Aufrufvideo dazu geht gerade durch die sozialen Netzwerke. Können wir mal reingucken. Okay, hast du auf Stopp gedrückt jetzt, ne? Ja, warte. Warte mal hier, ich kann auch gerne noch. Some foreign country is looking for a fight. He's got himself a nuclear bomb to set the world alight. Well, that's more than global chaos. The end of the world is nigh. But hey, Wall Street's already done us in.